Mit dem neuen Update gab es zum 5-jährigen Jubiläum von Call of the Wild eine neue Waffe als Geschenk. Genau genommen ist es keine neue Waffe, sondern ein neuer Waffenskin. Das Geschenk ist in dem Zusammenhang aus meiner Sicht aber nicht nur der Skin. Bei der Waffe, die ihr bekommt, handelt es sich um die Sundberg 454. Ihr könnt die ganz normal im Shop unter dem Pistolenreiter kostenlos einkaufen. Die Sundberg ist quasi eine Version der Rhino. Und die Rhino ist so die stärkste Pistole im ganzen Spiel. Bis vor kurzem musste man noch richtig viel Pistolenpunkte farmen, um die sich kaufen zu können. Die Sundberg kann sich jetzt jeder holen, egal wie viele Punkte er hat. Warum die Pistole eine wirkliche Macht ist, liegt an der Munition. Ihr könnt damit alle Tiere der Klassen 4 bis 9 verwertungsgerecht erlegen. Vor allem für Leute, die ungern DLCs kaufen oder noch ziemlich am Anfang stehen, ist das richtig viel wert. Es öffnet euch quasi das gesamte Spiel nach oben hin und ihr könnt in Kombination mit den Startwaffen jedes Tier von Anfang an verwertungsgerecht erlegen. Für die Sundberg gibt es 2 Munitionsarten, die sich wie immer in Durchschlag und Aufpilzung unterscheiden. Kleiner Haken, für die deutlich stärkere Durchschlagsmunition braucht ihr immer noch die Pistolenpunkte. Aber auch mit der Aufpilzmunition ist es kein Problem, die großen Brocken wie Hirsche, Elche oder Wapitis zu erlegen. Ich würde euch da aber empfehlen, immer auf den Winkel zu achten. Vor allem bei größeren Distanzen kann die Aufpilzmunition sonst schnell mal irgendwo im Muskel hängen bleiben. Auf Entfernungen mit 25 bis 75 Meter schießt die Waffe mit der richtigen Nulldistanz extrem genau. Aber auch größere Entfernungen von bis zu 150 Metern sind möglich. Damit beim nächsten Dia nichts falsch läuft, schauen wir uns hier mal kurz an, wohin man zielen muss. Wir nehmen uns beim Scope die dünne Linie als Hilfe. Bei 150 Metern müsst ihr ungefähr ein Drittel weiter unten anhalten, um genau ins Ziel zu kommen. Auch ohne Scope müsst ihr auf 150 Meter nur leicht drüber halten. Um da ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, kann ein Besuch auf dem Schießstand auf jeden Fall nicht schaden. Wir springen jetzt mal nach Afrika und schauen, wie sich das Teil gegen eines der stärksten Tiere im ganzen Spiel verhält. Hey Jagdfreunde, wir sind in der Savanne, Sundberg ist am Start und da vorne habe ich gerade schon die ersten Büffel gesehen und wir schauen jetzt einfach mal, was mit der so geht. Sie sind näher als gedacht. Ich habe jetzt mal den Orangenen gepickt, die anderen waren glaube ich beide nicht so wahnsinnig groß. Und er ist sofort down. Als Munition habe ich für den Start auch die Aufpilzmunition genommen. Das ist ja die, die man von Anfang an quasi mit dazu bekommt. Wir werden beide heute testen. Jetzt schauen wir erstmal, wo die reingingen. Auf 34 Meter einmal die Lunge, einmal den Muskel, auch ein bisschen zu weit hinten. Ich denke, der hat die Lunge auf jeden Fall noch erwischt. Soweit, so gut. Wir haben hier direkt den nächsten, ist ein Sechser und steht ziemlich genau auf 71 Meter. Ich mache jetzt bewusst mal nur einen Schuss und schau mal, ob das von der Entfernung noch reicht. Sieht aber gut aus, ist sofort auf 50 runter. Der sollte fallen. Der erste liegt, der andere haut ab, besser für ihn. 72 Meter waren es, also auch da aus einem einigermaßen okayen Winkel noch die Lunge mit erwischt. Wir erhöhen mal die Distanz. Perfektes Timing, hier kommt ein 7er, der ist aggressiv. Das ist auch eine große Stärke der Sundberg oder der Rhino. Man hat genug Schuss, um sich da zu verteidigen. Man kann sehr gut zielen. Wow. Müsste eigentlich gleich fallen, da hinten steht noch einer. Oh, direkt Achter. 158. Tia geht bei 151 los. Wir erhöhen mal die Distanz. Das vom Weitschuss habe ich jetzt halt schon gesagt, gell? Wir nehmen erstmal ihn hier mit. Auch wieder schöne Single Lunge. 11 Meter, aber man sieht hier ganz deutlich den Unterschied. Wir werden es später noch sehen. Mit der Durchschlagsmunition wäre der deutlich weiter reingegangen. So, 150 Meter. Gesagt ist gesagt. Ich hoffe, der geht rein. Der ging nicht rein, ey. Oh boy. Einen Versuch haben wir noch. Da ist noch gar nichts runtergegangen an der Gesundheit. Den müssen wir retten. Ich habe seine Kumpels gefunden. Der war immer noch bei 75. Ich hoffe, dass er nicht weiter runter geht. Ich denke nicht, dass der fällt. Dann haben wir noch einen Versuch.
die Lunge zu erwischen. Also auch von vorne hier nicht mal die Zunge erwischt. Der hat dann gepasst. Ich packe jetzt schnell die andere Munition rein. Das ist jetzt einfach notwendig. Der hat diesmal gereicht, kurzen Prozess. Und jetzt schauen wir, dass wir den Achter finden. Er ist hier immer weiter auf der Flucht, denn der Wind geht genau in seine Richtung, begleitet vom kleinen Bodyguard. Ich denke, ich passe die Zeit nochmal an und wir schauen nochmal zu seinem Gebiet und dann wird's spannend. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber da vorne steht wieder unser Achter, mythischer Büffel, der theoretisch Dia machen könnte. Ich würde jetzt auf jeden Fall etwas näher hingehen. Wir haben noch einen Schuss, gut. Ist jetzt hier auf wachsam gewechselt, 66 Meter entfernt. Der muss eigentlich gepasst haben. Junge, geh runter. Der geht nicht runter. Will mich das Spiel gerade trollen? Ach du Scheiße. Keine Organe. Junge, ich war mir sicher, der wird reingehen. Der hat bei den Vorderen auch immer die Lunge erwischt. Aber genau deswegen machen wir es ja. Wir wollen testen, wie die Rhino mit der schlechteren Munition gegen Büffel kommt. Ich habe einen fürs Team genommen, Leute. Ich hoffe jetzt wirklich, der macht kein Dia. Das wäre der erste Dia-Kaffernbüffel. Runde 3. Wir sind wieder hier. 65 Meter. Ich meine, jetzt ist eh egal. Ey, wenn er jetzt wieder nicht drauf geht, dann ist das irgendwie ein besonderer Endgegner oder so. Ich sehe ihn blinken. Ich hoffe, ich habe mir ja nicht den ersten Büffeldier zerschossen. 148,1. Holy. 3 Punkte unter dir. Gott sei Dank. Der erste deutlich zu weit hinten, der stand scheinbar schräger als ich dachte. Der nächste war eigentlich sehr gut gesetzt, ging nicht in Lunge rein. Aber dass der hier auf 70 Meter nicht durchgekommen ist, finde ich echt krass. Aber wie gesagt, darum ging es ja. Gut zu wissen. Wir schauen uns jetzt noch die Durchschlagsmunition an. Ich habe jetzt hier gerade zufällig auf dem Weg. Genug gefunden, dass bis 39 geht. Das nehmen wir mal mit. Und das ist eben mit das Schöne an der Waffe. 4 bis 9 deckt so viele Tiere ab. Da hat man immer was dabei, was meistens dann auch passt. Das ist extrem schnell gefallen. Auch da fehlt mir der Dia. Ist ein Dia. Junge. Alter Schwede. Was? Holy shit. Ich hätte niemals, wenn ich richtig gedacht hätte, dass das ein Dia ist, hätte ich jetzt nicht einfach im Vorbeigehen mit der Rhino auf 134 Meter geschossen. 4er männlicher, 37,9. Alter, schönes Ding. Okay, wir schauen trotzdem noch, ob wir einen Distanzschuss auf so einen Büffel hinbekommen. Ich habe den nächsten Büffel gefunden. Ich gehe jetzt ungefähr auf die gleiche Entfernung wie eben. Er geht langsam runter. Kann sein, dass ich ihm in den Hintern geschossen habe. Da war davor verdeckt von dem anderen. Aber wir schauen ihn uns an. Weit ist er nicht gekommen. Hier war der Anschuss. Hier liegt er. Er hat sogar noch gepasst. Also gerade noch. Ihr seht, mit Aufpilzmunition ist er hier im Muskel gescheitert. Durchschlag auf 148 geht hier einfach deutlich weiter rein und ist definitiv die bessere Wahl
wenn man sie erstmal freigespielt hat. Fazit, vor allem auf die großen Distanzen mit der Aufpilzmunition nicht wirklich eine gute Idee. Wäre heute fast in die Hose gegangen. Trotzdem ist es für den Anfang sehr, sehr gut. Hirsche, Wapitis, Elche, hat alles wunderbar funktioniert. Die Büffel sind halt einfach nochmal eine Spur dicker. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Diamant Noel, ich fasse immer noch nicht, wie lange ich das schon suche. Richtig, richtig gut. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Jagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.